So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von Infracta und ich bin in Stronghold. Jetzt nicht verwirrt sein, ja, bevor Stronghold von Firefly rauskam, 2001 müsste das gewesen sein. Ganz berühmte Burgenbauspielchen hier mit dem Wolf, dem Schwein etc. und der Ratte. Gab es schon mal einen Titel namens Stronghold. Ist jetzt auch kein so untypische, keine untypische Bezeichnung, ist im Englischen ein durchaus geläufiger Begriff, ein Stronghold, ja, eine Befestigung. Und zwar ist das von 93 ein Spiel von den Stormfront Studios, genau. Und Publisher war damals SSI. Und SSI ist ja vor allem, also in Deutschland vor allem bekannt geworden, zumindest bei den meisten Leuten, für seine Strategiespiele, also hier Panzergeneral und so und Konsorten. Das kam aber eigentlich relativ spät erst bei den Jungs hier von SSI. Vorher, in den späten 80ern vor allem und frühen 90ern, waren sie eigentlich eher bekannt für ihre Lizenz, die sie hatten. Die durften eben Dungeons & Dragons Spiele machen und haben da eben eine ganze Reihe von Rollenspielen herausgebracht. Stronghold ist jetzt kein Rollenspiel. Stronghold ist im Prinzip eine Art SimCity 1 in der Dungeons & Dragons Welt. Wurde damals auch sehr gelobt. Hier PC Joker und so, die haben alle sehr hohe Bewertungen gegeben. Ich selbst habe es damals bei einem Kumpel mal angespielt, wie ich bei dem war, seine neuen Spiele zu daddeln. Ich weiß nicht mehr genau, woran es lag. Ich glaube, war 95, wo ich das erste Mal dann gesehen habe. Vielleicht habe ich 95 auch schon andere Spiele gespielt, die mich einfach mehr interessiert haben. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es bei ihm mal eine Zeit lang angespielt ich aber halt ein großer Fan von SSI war, hatte ich das irgendwann mal und hab's halt mir in die DOS-Box geladen. Hab's aber nie dann eigentlich gespielt, weil ich immer was anderes zu tun hatte. Jetzt habe ich aber die Tage Panzergeneral 1, Panzergeneral 3D und sowas von SSI aufgenommen fürs Infracta Games Archiv. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was ist denn eigentlich was habe ich denn noch von SSI hier rumstehen auf CDs und so. Und da ist mir aufgefallen, dass ich hier diese Runes von Dingsbums hier habe, also Rollenspiele von denen und halt ganz viele Strategiespiele. Und dann habe ich nochmal auf die Wiki-Seite geguckt über SSI, was sie dann sonst noch für Spiele hatten. Und wie ich dann das hier gelesen habe mit Stronghold, habe ich gedacht so, irgendwas klingelt da bei mir, das hatte ich doch irgendwann mal. Und habe ich mal geguckt und dann habe ich sie auch gefunden in meiner DOS-Box wieder. jetzt ist es aber so, dass es wie gesagt jetzt 20 Jahre her, dass ich das Spiel hatte. Das heißt, erwartet jetzt nicht von mir, dass ich nur weiß, wie das funktioniert. Ich bin aber guter Dinge, ja, dass ich mir das jetzt einfach mal anschaue. Game not saved, are you sure? Ja, ich bin mir sicher. Ja. Okay, Stronghold Copy Protection. Das war ja damals ganz üblich, dass man im Handbuch oder es lag so halt ein Zettel bei den Disketten dabei. 93 dürften noch Disketten gewesen sein. Also ich weiß, das letzte Spiel, das ich mir auf Disketten gekauft habe, war Fields of Glory. Danach kamen nur noch CDs. Aber Fields of Glory war echt noch so eine Pappschachtel voller Disketten. So, Seite 19. Nehmen wir mal First City. Begin Play. Wir drücken mal Päuschen. So. Wir machen jetzt kein Päuschen. Warum machen die kein Päuschen? Tappt da immer noch rum. So, jetzt weiß ich aber gar nicht genau, wer bin denn eigentlich ich? Ne? Wir sind hier sind irgendwelche Spieler. Oder muss ich mir erst was Eigenes bauen? Das sind halt die Burgen oder sowas von jemand anderem. Also auf der Karte sieht es aus, ob das irgendwelche... Aha. Dann.
klingt denn da hinten? Wer bist du denn? Ein Cleric. Ja, die Idee finde ich eigentlich ziemlich großartig, ganz ehrlich, weil ihr kennt das sicher, wenn man ein Rollenspiel gespielt hat. Klar, mittlerweile, gerade bei den MMOs, wird das so ein bisschen umgesetzt, mehr oder weniger, mit entweder etwas schlechter, mit so Housing Zones, wo man dann sein eigenes Häuschen haben kann, oder vielleicht ein bisschen stärker, wo man dann wirklich sich was ausbauen kann, oder das läuft über die Gilden. Aber ganz lange war halt immer so ein Wunsch von vielen Rollenspielern, ach, wäre das doch cool, wenn wir mit dem ganzen Gold und dem ganzen Krimmel, den wir angesammelt haben, statt einfach nur immer der tröge Held sein, durch die Landschaft eiert, quasi mich irgendwo niederlassen könnte, ja, irgendwo hier in diese, zum Beispiel hier in Dungeons and Dragons, von mir aus an der Küste hier bei Baldur's Gate oder, keine Ahnung, irgendwo im Norden. Ist ja letztlich wurscht, ja. Ist ja Welten, ja, bei Dungeons & Dragons, aber ist halt ein großes Gebiet. Das Großteil davon ist eh öde und Wildnis. Wäre doch cool, wenn man da irgendwo sein eigenes Türmchen bauen könnte und Leute rekrutieren und anwerben und man wird sein eigener Chef, ja, sein eigener Fürst oder so, weil man hat auch eh genug Geld und man ist ja ein mächtiger Zauberer, weiß ja geil was. Also der Traum von den Rollenspielern, quasi den nächsten Schritt zu machen, zu so einer Landherrschaft und so, das wurde halt hier verwirklicht, ja, die Idee. Und das fanden natürlich dann viele auch ganz großartig, dass man hier im Prinzip sich ein Türmchen baut. Nur, weiß ich gerade nicht so recht, wie das jetzt hier läuft. Ja, bin ich einer von den Knaben oder muss ich mir einen neuen machen? Die hocken ja alle ziemlich dicht aufeinander. So, Few Tags. So, das ist dieser Zwerg. Der Tax oder Tax. Und das ist seine Burg. Die kann ich upgraden. Wir machen was anderes. So, New Game. Yes. Nehmen World 1. Ruhig aggressiv. Es kann nicht sein, dass das andere so eine Art Tutorial Area ist, wo man gar nicht selbst spielt, sondern halt den anderen zuguckt oder so. Oder man kann bei denen ein bisschen rumbasteln. Das ist ja geil. Sieht doch. Aha, das habe ich mir doch schon gleich gedacht. Das andere ist so eine Art schon fertiges, wo man sich einfach angucken kann, bei jedem ein bisschen rumdödeln. So, wir bauen jetzt unser eigenes Ding. Jetzt gucken wir mal, wo wir uns niederlassen. Ich will ja ein bisschen Ressourcen da haben. Ja, Wüste, weiß nicht. Halte ich für keine so schlaue Idee. Ein bisschen Ackerbau muss ja schon sein. Küste wäre halt cool. Aber trotzdem Minen oder Ressourcen in der Nähe. Ja, die Wüste in der Nähe können wir von mir aus ja gelten lassen, wenn in der Wüste irgendwelche coolen Rohstoffe wären. Sieht aber erst halt nicht so aus. Hier, da kommen wir doch in die Küstenregion. Ne? Da ist so ein Flussdelta oder sowas. Das sieht doch gut aus. Was ist denn du da? So ein bisschen zielgenauer wäre irgendwie cool. Kann man nicht irgendwie scrollen? Ja, warte mal. Kann man nicht irgendwie.
Nee, das ist ja einfach nur. Ach, guck mal, doch. Also ich tendiere immer noch hier die Spitze. Das sieht auch gut aus. Mama hat Dings, Weisheit und Stärke. Reroll. Ein bisschen ausgeglichener. Das könnte ein guter Dieb sein. Wow, tolle Werte. Da können wir uns was aussuchen. Ich glaube, ich mache einen Magier. Obwohl ein Kleriker kann natürlich auch ganz cool auf seine Leute aufpassen, aber wir machen mal einen Magier. Ein Magier, der jetzt ein. You may raise. Lawful. Ja. Okay. Mail. Wir nennen ihn Mongunciakom. Keep. Wir platzieren ihn. Klüng. Cool. Sehr, sehr cool. Jetzt bauen wir da unsere Festung. Also, beziehungsweise wir lassen bauen. Ja, wir sind ja ein Zauberer. Ich studiere irgendwelche Schriftrollen. Beschwöre ich jetzt eigentlich irgendwelche Imps, die das für mich bauen? Oder das sind das die Bauern, die ich fast klar befreit habe? die großzügig wie ich bin, für mich arbeiten lassen zu einem angebrachten Mindestlohn. Wir können uns mal den Monty kurz angucken. Population 2. Ja, dann dauert es ein bisschen. Mit zwei Mann eine Burg bauen, hat man ein paar Jahre zu tun. Immerhin 300 Gold. Ja, gut. Popularität, okay. Property. Ja, hält sich auch noch in Grenzen alles. Ach, guck mal an, was es aber alles gibt. Cool. Wow, cool. Wow! Okay, da hat man was zu bauen. Was mit Bäumen? Wieso Bäume? The trees belonging to major highlight in the red. Ja, das sind dann meine Bäume. Was auch immer. Gut, dann. Wie sieht's aus, Männers? Meine Burg fertig. Warum ist meine Burg nicht fertig? Ja, da bin ich. There are people sleeping on the streets at night for a place to live, my lord. We need to build more houses. Ja, da hat er recht. Da hat er natürlich recht. Ja, 34%. Nee, ist in Ordnung. Ja, alles gut. Baut jeder mal weiter. Ist ein bisschen ungenau irgendwie von dem Dings her. Ein Baum. Ja. Offensichtlich müssen wir erst aber, bevor wir Häuser, Farmen, Häfen, weiß der Geier was anlegen, müssen wir wahrscheinlich erstmal abwarten, bis unsere Burg fertig ist. Was bist du? Noch ein Mage. Kann das sein, dass das gar nicht ich quasi bin? Aber guck mal, Create Party Member. Er ist jetzt gerade hellste, macht aber nichts, gibt einen hervorragenden Krieger. Ja, das ist völlig okay. Wurscht. Nee, ist okay. Ja, natürlich ist er auch wie wir, ja. Ein weiblicher Krieger, wir nennen sie ihn Frakta. Behalten sie. Ja, wir platzieren sie. Place. Ja. Ach, hätte ich jetzt quasi hier so einen zweiten basteln können, der dann mit Monty irgendwie.
konkurriert oder kollaboriert. Warum habe ich gerade eigentlich an Koalas gedacht? Mir deshalb das selbst gerade so schwer gemacht? Zusammenarbeit, ne? Ich habe gerade irgendwie an Koalas gedacht. Warum denke ich gerade an Koalas? Ich weiß wieder warum. In den 90er kamen die ganz neu raus. Das waren total widerliche kleine Süßigkeiten aus so einer Papptüte. Die sahen aus wie kleine Koala-Bären. Das war so ein labberischer, nach nichts schmeckender Keks. Der war gefüllt mit einer komischen Schokocreme, die geschmeckt hat, als ob einer Nutella hat, also ranzige Nutella, ja, gefüllt in labberische, nach nichts schmeckende Keks. Wie diese. Und das wurde als Koalas irgendwie, glaube ich, verkauft oder so ähnlich. Und der Kumpel, bei dem ich das Spiel gespielt habe, der aß das Zeug. Widerlich. Absolut widerliches Zeug. Ich weiß nicht, ob es die mittlerweile noch gibt. Vielleicht schmecken die mittlerweile besser. Also schlechter kannst du. Deshalb habe ich gerade an Koalas gedacht. Tja, so spielt das menschliche Gehirn, ne? Unglaublich. So, wie lange brauchen die denn noch? Ich will ja mal. Schaffe! Schaffe, dann. Ja, das ist mir klar. Das weiß ich doch. 67%. Ja, es geht voran. Und das mit zwei Mann. Ja, gut, aber auf der Baustelle sind mehr unterwegs. Ja, ja, immer locker vom Hocker. Build, recruit, train. Ist eine Einheit ist leider. Aha, die ist 25% mit Rekrutieren, 25% mit Training, 50% mit Bauen beschäftigt. Wenn ich die jetzt hier hinsetze, dann. Nee. Aha, dann. Ah, das verschiebe ich so hoch bei der Pyramide und dann baut er. Und dann baut er schneller, oder was? Keine Ahnung. Das muss man auf jeden Fall ausprobieren. Das Interessante ist ja, dass das Spiel uns ja hier in diesem Bild eine Art 3D-Landschaft suggeriert und das mit reinem 2D. Weil 3D 93 könnte ja knicken. Mitte der 90 ging da so langsam los mit den 3D-Beschleunigerkarten und vorher war maximal dieses 2,5D, wie ihr es aus Duke Nukem 3D kennt, wobei der Titel jetzt deshalb Verarschung ist. Aber es war halt der Weg hin. Oh, es passiert was. Oh, cool. Meine Burg. Die steht im Loch. Ich bin fasziniert. Das geht so nett. Aber wir müssen jetzt was anderes bauen. Die Leute können jetzt auf der Straße schlafen, während ich eine coole Festung habe. Ja, owned by Mojako. Wir können es upgraden. Das finde ich gut. Main Car provides housing for 25 Storage. Ja gut, also 25 Leute dürfen bei mir wohnen. Ja, aber ich bin der Herrscher, ich bin ein Magier, ich will keine große WG mit meinen Bauern haben. Jetzt nichts gegen meine Bauern. Oder keine Ahnung wem. Aber das geht das nicht. Ach, guck mal, die gammelt hier rum. Die läuft hier irgendwo rum. Muss ich aber nicht verstehen. So. Ja, ich will aber jetzt was anderes bauen. Ich muss jetzt Farmen und Häuser und Minen und keine Ahnung was. Was war denn das? Ja, Baum. Toll. Ja, unentwickeltes Land. Ole, ole. Ja, gut, jetzt baut die sich konkurrenzmäßig neben dran. Ja, Leute, das ist aber jetzt nicht sinnvoll. Ah, nee, ah! Das ist ein Partymitglied von mir und die baut sich da so ein Dingsbums-Gebäude. Die hat einen Bogenschützen. Ah, das ist. Also die ist quasi eine Gefolgsfrau von mir und die hat ihre eigenen Kämpfer noch. Irgendwie. Oder was? Ich bin verwirrt.
Ich glaube, ich war schon damals verwirrt von dem Spiel. Ich finde das Spielprinzip trotzdem großartig. Ich kann schon verstehen, warum das viele Leute toll finden. Ja, ist ja wirklich so eine Mischung aus Dungeons Dragons Rollenspiel und SimCity. Aber ich wäre halt echt glücklich, wenn ich jetzt irgendwie. Warte mal, machen wir jetzt was anderes. Upgrade. So. Und machen sie es? Nein, machen sie nicht. Warum nicht? Aber was steht da? Steht doch irgendwas. Ah, kostet 7000. Ich habe nur 300. Okay, ja, aber dann muss ja irgendwas anderes möglich sein. Ja. Ist ja dann unglaublich. Was ist denn das da? Ja, ich will jetzt noch ein paar die Member rekrutieren. Ich will die Stadt, die ich habe. Ich weiß, ich bin 5 Jahre alt. Nein, ich will jetzt Häuser und Farmen und Häfen und Handwerkergedönsigkeiten bauen. Warte mal, da steht doch gerade was. Da! Place. Was passiert jetzt? Plot. Owned by Infractor. Sehr toll. Ja, ich will aber. Ich bin verwirrt. War das doch eine blöde Idee, sich hinzubauen? Oder was? Ja, aber da steht Main Castle. Ja. Das würde ja nicht Main Castle stehen, wenn Infraktor mir nicht unterstellt wäre. Ja, aber das ist auch ein Lieder oder was? Baron Mongols Jakob. Ja, aber die ist kein Baron. Die untersteht dem doch. Units 3 Population 8. Wir machen mal Autobild. Will now build Homes Automatic. Wenn wir dann. Also Freunde der Nacht, ich bin irgendwie verwirrt. Ach, guck mal, jetzt baut er sich ein, weil ich das automatisiert habe, jetzt baut er sich was. Baut er sich in Magierraum.
Ja, was ist passiert? Ach so, das Gebäude ist fertig. Also die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Also Mongoziak haben wir auf jeden Fall 10 Gold ausgegeben, um sich diesen Raum zu bauen. In der Presse, die über die Infrakta ihr Türmchen gebaut hat. Ich brauche nicht noch ein Party-Member. Ich brauche Gebäude und Häuser und Häfen und Werkzeug und Truppen und Farmer und sowas. Also ich weiß, dass mein Kumpel damals da Wochen mit verbracht hat mit dem Spiel. Wochen. Ja, Wochen hat er das gespielt. Dementsprechend muss man das irgendwie in den Griff bekommen können. Also rumwuseln tun da mittlerweile eine ganze Reihe Leute. Sieht man ja, die ganzen weißen Pünktchen scheinen ja Leute zu sein, die hier rumeiern. Da ist irgendwas gebaut worden. Was? Auffüllen. Ach so, man kann den. Ach cool. Wir können den Sumpf können wir trockenlegen. Das mag hier Raum. Weiß nicht. Dann. Ja, das will ich schon den Upgrade. Ach guck mal, da hinten wird noch was gebaut. Ah ne, das ist wahrscheinlich das dieses Häuschen von der von. Ja, wenn das aber nicht so fuddelig wäre, die Karte, dann wäre das auch mal echt schwierig. Nee, das ist was anderes. Ich bin da weiter hinter. Da interessiert mich. Wie? Noch einer? Wie viel baut denn der noch? Du brauchst ja nicht einen Haufen Räume für irgendwas, du. Wir brauchen Werkzeugmacher und Schmiede und Farmer und so Krams und Märkte. Ja, aus irgendwelchen Gründen wächst die Bevölkerung. Zwei Burgen. Dran gebaut.
Also ich bin verwirrt. Wieso kann ich jetzt nicht einfach da irgendwo hinklicken und sagen, hier, pass mal auf, bau da mal irgendwas hin. Ja. Markt, ja, oder ein Hafen. Ja. Ach, guck mal, da ist was gebaut. Ja, immerhin. Ist doch fertig. So, ja, das ist der Sumpf, den wir da trocken liegen. Also ich glaube immer noch, also deshalb war das wahrscheinlich auch eine Fehlentwicklung, diese Art von Technik. Mit diesen 2D-Flächen eine 3D-Landschaft darstellen. Ich finde das schon vernünftiger, dass dann so gerade Impressions das dann gemacht hat, dass sie über diese isometrische Ansicht gegangen sind. Das ist einfach übersichtlicher und leichter zu handeln und zudem auch hübscher, weil man dann schöne 2D verwenden kann. Gut, nix, also das sieht auch ganz nett aus hier mit dem Fachwerk. So, wir reden immer von 1993. Aber ich finde das jetzt irgendwie sehr unpraktisch von der Steuerung hier auf der Karte. Das ist ein ziemliches Gefuddel. Und da wäre eine saubere isometrische Ansicht, wie man zum Beispiel bei der Caesar-Reihe von Impressions halt kennt. Oder von mir aus auch die SimCity oder Civilization-Teil, das war ja auch immer so von schräg oben drauf. Also das hier überzeugt mich so nicht. Noch einer. Was brauchst du denn? Auto bauen ist jedenfalls keine gute Sache. Ja, stelle ich gerade fest. Die Bosse sind zwar eine ganze Menge da rum, aber irgendwie nichts Sinnvolles. Nur habe ich nicht rausgefunden, wie ich was bosseln kann. Weil immer, wenn ich irgendwo hinklicke, geht nicht. Beziehungsweise bietet es mir erst gar nicht an. Wenn der einfach schmerzfrei überall seine komische Häuser bauen darf. Change Building. Farmland. Housing. Farmland. Machen wir Farmland. Place. Oh, cool. Jetzt geht's doch. Cool. Gut, da könnte jetzt auch der Winkel vielleicht ein bisschen zu steil sein. Claim, Chop Down. Ja, wir claimen den jetzt. Das ist unser Baum. Ajo. Building. Cool. Jetzt bauen wir hier nach und nach Siedlung, mächtige Siedlung, viele Truppen, mächtige Armeen. Muah. Gut, unser Einkommen ist ziemlich beschissen, gebe ich ehrlich zu. Immerhin, ja, immerhin. Halt alle noch Level 1, gell? Ja, das ist ja jetzt nicht so spannend. Irgendwas blinkt da immer wieder. Also wahrscheinlich, wenn was fertig gebaut ist, oder? Aber cool, wenn man sich hier so weiter weg entfernt,
Wenn die, wäre das halt alles kleiner und weiter weg dargestellt. Das ist natürlich dann schon irgendwie schick. Nächstes Gebäude. Ah, das ist natürlich aber auch alles teuer, gell? Hat jetzt nicht mehr so viel Geld. Nee. Langsam wird er arm. Aber wenn das Einkommen langsam ein bisschen steigt. Also während die hier das Bossele, also bauen, ja, in unserem Dialekt sagt man, Kater, geh mal bitte weg vom Mikrofon, Kater. Leg dich mal da drüben. Achso, da liegt mein Terry Pratchett. Ja, geh mal dahin. Ich lese gerade fliegende Fetzen von Pratchett, lach mich gerade schreckig, aber das hat einen Platz auf, das hat den Lieblingsplatz von meinem Kater auf dem Schreibtisch blockiert, deshalb hat er sich so dicht ans Mikrofon gehockt. Ich hoffe, der hat jetzt nicht die ganze Zeit zu laut reingeschnurrt. So, wir legen das Buch jetzt hier hin, da wo er die ganze Zeit gehockt hat, dann kann er jetzt so dicht ans Mikrofon. Ja, bleib mal da drüben gerade. So, wir wollen ja hier Spiele, ne, Karte. So, aber eigentlich wollte ich was zu dem Spiel sagen. Jetzt super. Jetzt, wir können den Baum upgraden. Wie kann man denn den Baum upgraden? Er füttert fünf Leute, ist ein Apfelbaum, ha? Er generiert immer ein Einkommen. Also der gehört in Frakta. Also es war in Frakta ein Vasall von Mongons Jakom oder was? Und die hat deshalb ihre eigenen Leute, ihre eigene Kohle oder was? Oder ist eine Verbündete, weil es gemeinsame Party so ist? So ganz versplicke ich das noch nicht. Auf jeden Fall finde ich es witzig, wie viele Leute hier mittlerweile durch die Landschaft eiern. Der eine ist bis dahin gewandert. Hier auch schon was bauen? Nö. So weit weg geht's irgendwie nicht. Es muss schon ein bisschen dichter dran sein. Noch ein Raum. Sehr toll. Der knallt. Ey, warte mal, wir müssen hier, Monty, das müssen wir wegnehmen. Dieses Autobild, der hört ja nicht auf. Das ist ja wie der Zauberlehrling. Walle, walle, manche Stricke, ja. Wir müssen ja sinnvolle Dinge bauen. Dann, achso, uns geht langsam die Kohle aus. Ei, da würde ich sagen, machen wir ein Holzfällerlager noch. Wobei, andererseits. Achso, das kann ich mir nicht leisten, das abzugraden. Aufzurüsten. Also ich würde sagen, mir langt es eigentlich eher, was ich gesehen habe für Sinfactor Games Archiv. Die Idee finde ich sehr cool. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt kein Spiel, das so ähnlich wäre. Also,
Klar, es gibt Stronghold Legends, aber das hat damit ja nichts zu tun. Das ist ja im Prinzip Stronghold Burgenbau, bloß halt mit irgendeinem Zauberviehzeug. Das ist ja das hier nicht. Also so eine Art SimCity in einem Fantasy-Universum, das kenne ich sonst wirklich nirgendwo. Nur muss ich sagen, dass ich die... nee, Karte, jetzt bitte nicht ins Mikrofon schnurre. Ich finde die Steuerung sehr hakelig, sehr unpraktisch hier mit der Karte. Ich habe auch nicht rausgefunden, wie ich das irgendwie besser hinkriege. Sag mal, wo sind die bis da runter? Also die nehmen es aber ernst, hä, mit Erkundung. Was ist das denn eigentlich? Eine Ruine. Oh, irgendwas ist. The season has changed to summer. Ah, jetzt haben wir erst Sommer. Ist ja lustig. Nein, 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 nein. Was? Nein, ich will nichts rerollen. Was? Ach so. Ich habe wieder das angeklickt mit erschaffe noch einen Typ oder was? Wieder weg. Jetzt bin ich nicht noch ein Charaktermitglied, Partymitglied erschaffen. Rock. Ich nehme an, dass man den abbauen kann, für Stein zu gewinnen, wenn man in die Nähe davon kommt. Offensichtlich kann die Siedlung sich so nach und nach ausbreiten. Also ich muss sagen, diese Ansicht, dieses Pseudo-3D, das sie dargestellt haben, das macht das sehr unüberschaubar und die Karte macht das sehr ungenau von den Ansteuern der Region. Das ist für mich persönlich gerade das größte Manko. Die Idee an sich finde ich nämlich sau lustig, aber mir ist das so unübersichtlich und so schwierig, mich da einzusteuern, dass es mich jetzt nicht so reizt, weil ich das als, nicht unbedingt qualvoll, aber schon als... doch so störend empfinde, dass mich das jetzt so einschränkt vom Spielspaß, diese Steuerung hier. Das Grundprinzip selbst finde ich groß. Weil wahrscheinlich hat mich das schon vor 20 Jahren so genervt, die Steuerung, dass ich deshalb schon damals darauf angesprungen bin. Ach, guck an, der Markt ist fertig. Der wirft wenigstens mal Kohle ab. Naja, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich soweit genug gesehen. Ich denke, die das denn damals gespielt haben, die freuen sich, dass ich das jetzt im Fractal Games Archiv habe. Die können mir auch gern was dazu noch schreiben. Ja, Tipps, Tricks. Ich habe es ja eh mal in der DOS-Box. Ich werde es ja nicht löschen, ich bin ja doof im Kopf. Aber dann könnte ich mir das ja nochmal angucken. Ja? Aber im Moment muss ich ehrlich sagen, dass diese Steuerung mir so hakelig ist und dass in diese Ansicht so unübersichtlich, dass mich das zu sehr abschreckt. Ja? Ja. Wie gesagt, vielleicht gibt es da irgendwas, und wo man mal sagen kann, hier, das kann man umstellen oder keine Ahnung, der Trick dabei ist, du musst das so und so machen und dann... dann geht das auch viel besser und einfacher von der Hand. Ja, da gibt es bestimmt, es gibt so viele Leute, die dieses Spiel geliebt haben. Wenn die das sehen, die können gerne mal Tipps, Tricks mir geben. Entweder als Privatnachricht in YouTube oder als Privatnachricht im Infracta-Forum. Oder direkt drunter schreiben hier oder direkt drunter schreiben im Infracta-Forum. Das ist mir alles egal, wie. Ja, auf jeden Fall freue ich mich immer, wenn mir jemand was sagen kann zu einem Spiel, wo ich mich nicht gut auskenne. Und das ist ja hier der Fall. Ansonsten würde ich einfach sagen, jawohl, Stronghold von 1993, willkommen im Fractal Games Archiv. Freut mich, dass du jetzt hier auch eingetrudelt bist. Ich gehe jetzt weiter ins nächste Spiel. Vielleicht sehen wir uns hier wieder, falls ich da Hinweise so bekomme. Und ansonsten würde ich einfach sagen,
Ein weiteres wunderbares Spiel von SSI. Gut, SSI war hier Publisher, ist jetzt hier und da sind wir alle glücklich. Ja. Also, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.